Herzlich willkommen in meinem Oberzimmer. Im letzten Teil haben wir das Stellwerk Sillenstein endlich fertiggestellt. Ich bin richtig stolz darauf und es gefällt mir recht gut. Deutlich kann man das in dieser Nachtaufnahme, die ich jetzt gleich einblenden werde, erkennen. Ich bin drin verliebt. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde einen Güterbahnhof bauen, als Umschlagplatz für Güter, mit einem Güterschuppen als Lager. Was sonst noch auf diesem Platz gebaut wird, weiß ich noch nicht, das wird sich dann aber ergeben. Parallel baue ich die V200 um. Aus der ersten Digitalisierung ist ja nicht viel geworden. Da fährt sie ja nur vorwärts. Ich versuche das jetzt mit einem Hochleistungsmotor und einem Lokpilot 5 von ESU hinzubekommen. Ich werde aber nur ein Video davon machen und wenn der Umbau abgeschlossen ist, werde ich es euch zeigen, wie ich und was ich gemacht habe. Es wird aber noch einige Zeit dauern. Bis dahin werden wir uns mit dem Güterbahnhof beschäftigen. Ich schneide heute die Grundplatte für mein kleines Industriegebiet aus, wo ich auch einen Güterschuppen aufstellen werde. Diesen Güterschuppen werde ich komplett selbst bauen. Lasst euch überraschen, wie es wird. Bitte entschuldigt die schlechte Bildqualität bzw. Lichtqualität. Aber ich habe das heute in meinem Esszimmer aufgenommen und habe da nicht so gute Lichtverhältnisse. Geschafft. Ist zwar nicht sauber ausgeschnitten, aber für mich reicht's. Jetzt machen wir noch eine Probefahrt, um zu schauen, ob die Waggons und die Lok da ohne Schwierigkeiten durchfahren können. Probefahrt ist gelungen. Die Lok fährt da einwandfrei durch. Das Styropor stört nicht. Ich schneide jetzt Betonplatten aus. Wir haben ein Originalmaß von 2 Meter mal 2 Meter, also in 1:87, 2,3 mal 2,3.
werde jetzt jede einzeln ausschneiden. Das ist mein Muster. So werden alle jetzt gebaut. Jetzt wechseln wir mal den Standort und gucken mal, wie es da aussieht. Ich habe jetzt die ersten Betonplatten aufgeklebt und werde neue schneiden und dann geht's weiter. Die ersten Betonplatten sind schon grau angemalt, weitere geklebt und ich habe eine Mauer aus Trittschalldämmung angefertigt und als Begrenzung angeklebt. An der Platte hat sich nicht viel getan, aber das ist Stand heute. Ein paar Betonplatten sind schon aufgeklebt und farblich behandelt. Das ist der Gitterschuppen. Aber ich denke, ich werde ihn einmal in der Mitte teilen. Also nicht 160, sondern 80 mal 84 mal 59 in der Höhe. So werde ich das bauen. Weil mein Stück, wo er hinkommt, das ist zu klein. Ich habe ihn jetzt ausgeschnitten und das ist das Ergebnis. So wird er aussehen, der Güterschuppen. Ich habe schon mal eine Grundplatte ausgeschnitten und an der Stelle platziert, wo der Güterschuppen hinkommen soll. Ich habe schon mal ein Muster gebaut, um zu sehen, ob der Abstand, so wie ich ihn berechnet habe, zum Waggon hinkommt. Wie ihr sehen könnt, passt das haargenau. Jetzt habe ich noch eine Aufnahme durch die geöffneten Schiebetüren des Waggons gemacht und da kann man sehen, dass das super passt. So, für den Güterschuppen haben wir schon mal unsere Grundmauern fertig gebaut. Wie man sehen kann, habe ich die auch schon farblich behandelt. Ich möchte sie jetzt eigentlich noch mit Weiß ein bisschen hervorheben. Dafür nehmen wir weiße Farbe, einen harten Pinsel, den wir ausstreichen, dass er fast trocken ist. Der Pinsel ist ein harter Pinsel. So. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann.
Ich hoffe, dass das noch ein bisschen ausbleicht. Wir schauen uns das fertige Ergebnis dann an. Alle vier Seiten fertig. Wenn das trocken ist, schauen wir uns das mal an und gucken, wie es geworden ist. Ob wir es so lassen oder ob wir noch einmal mit Schwarz rübergehen. Schauen wir mal. Die Seitenwände habe ich schon zugeschnitten, die werden dann demnächst eingeklebt.